So, yo. Ich gehe mal zu Helena Pierce. Willkommen bei Borderlands, natürlich. Yep. Wir befinden uns wieder in New Haven und geben Jacks andere Auge ab. Das ist tatsächlich Jacks Auge. Schön, dass wir durchrushen komplett. Ja, logisch, Maui. So, irgendwas anderes erwartet? Nee, eigentlich nicht. Oh, jetzt macht Marcus seinen zweiten Laden auf. Yay. Willkommen in meinem Shop. Manchmal auch früher, aber keine Ahnung. Dirk hat sich also hinter meinem Rücken auf Pandora niedergelassen. Ich sollte mit ihnen ein vertrauliches Gespräch über ihre Geschäftspraktiken führen. Was die Banditen angeht, werden sie hoffentlich von nun an bei mir kaufen. Danke dir, mein Freund. Es hat mir Freude gemacht, mit dir Geschäfte zu machen. Like Marcus. Schön. War gut. Nee, macht sich die mal direkt auf. Wann macht er das Ding denn auf, Mann? Random. Die willst du nicht, hast du gesagt, ne? Nee. Okay. Jetzt haben wir ein MG bekommen, ne? What the fuck, was? Okay, 14,1. Oh. Feuerrate von dieser Blitzwaffe da. Okay. Warte mal. Ein Schluck gegen den Kater müssen wir jetzt abgeben. Ja, und ich haben wir das Sentinel bekommen? Ja, das kann gut sein. Oh. Ist aber nicht so schlecht bei mir. Überlege ich mir noch. Wir gehen gerade nach Dings, ne? Outer Yard. Hier ab. Ah, nee, wir müssen bei ihm abgeben. Und bei ihr müssen wir noch One-Eyed Jack abgeben. Habe ich schon gemacht. Ah. Was haben wir von ihr bekommen? Auch irgendein Gewehr. Stimmt. Outer Yard? Nee. Wo ist das? Crazy Earth. Crazy Earth Scrap Yard. Logisch. Der Name. Ab zu. Oh! Vielleicht habe ich dich angeschwindelt. Dieses Alien-Kacken-Schwarten-Dings, das hat Krom zweimal niedergestochen. Zweimal, nicht einmal. Der sagt zweimal. Uns jetzt voll angelogen. Mhm, ich glaube sogar verdient hat der's. Hey, hier ist eine explosive Gummierte und ich schaue wieder mal im Shop nach, bevor wir zu Crazy Earl gehen. Weil es gibt immer interessantes Zeug in den Shop. Wie zum Beispiel schon wieder 10 Team-Regeneration. What the fuck? Genau das gleiche. Genau gleich. Krass. Wie stark ist im Moment dein Shield? Ja, oh. Mauri. What the hell? Mhm. Hast du es aufgenommen? Ja, ich hab's aufgenommen. 50% Magazin, aber ich glaube, ich hab schon so eins. Ja, aber das ist lila und es hat easy viele verschiedene. Komm, ich drop's dir schnell. Krass. Und ich kann vergleichen. Mhm, schwerer Schütze. Oh, der muss besser sein. Das ist aber ein 260er sogar. Oh. Nice. How about 14 Schuss? Im Revolver? Wie viel hätte er normalerweise? Ich glaube nur 6. Oder 46 statt, keine Ahnung, die Hälfte halt. Nee, cool. 91 Schuss im SMG. Ein Schluck gegen den Kater. Danke für den Fussel. So, jetzt zu diesem fremdartigen, was auch immer Dings. Komische Geschichte. Cram hatte davon Wind bekommen und kam vor ungefähr einem Jahr hier vorbei. Er machte mir ein Angebot, das ich einfach nicht ablehnen konnte. Warum glaubst du, habe ich mich hier verschanzt? So ein Arsch. Hallo! Crazy Earl hat weitere Jobs, die er diesem Kammerjäger anvertrauen möchte. Danke, Klepsche, für die Info. So, das nächste Fragment. Du willst dieses fremdartige Ding haben, so hart gesonnene Banditen. Bandit namens Cram hat es sich gestohlen. Wenn du dumm genug bist, dich mit ihm anzulegen, okay, du findest ihn in nördlicher Richtung in Crom's Canyon. Ah, geil, Crom's Canyon, finde ich lustig. Genau. Und wir müssen noch für Earl Fressen holen, wobei ich finde, das hat er echt nicht verdient. Das sollten wir eigentlich nicht. Einfach nicht machen. Die Mission. So, aber er hat ein ganz liebes Skaggy-Line, den wir auch später dann noch retten müssen. Ah. Der ist weggelaufen. Ja. Der Skaggy-Line. Das interessiert mich aber trotzdem nicht. Scheiß Earl, ich hasse ihn jetzt. Earl. It's Earl. Wo müssen wir jetzt? Crom's Canyon. Ich glaube, da müssen wir einfach im Outyard gehen. In Outyard? Du bist jetzt gerade am Outyard vorbei. Yeah. So viele Ladebildschirme. Das ist nicht zu kriegen, Waterfield. Ja. Stell dir vor, man hätte Borderlands 2 so aufgenommen. Das war viel besser gekommen. Lecker, mir war Motiv verschwendet zwischen der Folge.
Wieso? Jetzt ist der Folge, wir haben fast 5 Minuten Pause gemacht. So 20 Minuten. Wieso? Weil wir einfach Zeit verschwendet haben. So, jetzt, Crumbs Canyon. Ah, ja. Was hast du? Guck mal schnell auf die Karte. Fahr weiter, Bruder. Was ist eigentlich mit dem, Runde des Gemetzels hier? Das kommt später, weil es ist so high spät. Level. Ja. Krass. Krass, das Scheiß. Oder wollen wir kurz nach New Haven wieder? Wieso? Claptrap hat sich gerade wieder gemeldet, dass da... Oh, das ist aber auch ein Frühchecker. Wir können ja schnell einfach... schnell ja, Crumbs Canyon, Nee, ich meine einfach nur so schnell rein und wieder raus. Nee, weil, da gibt's Missionen in Crumbs Canyon. Ist mir gerade eingefallen. Okay. So. Und wieder zurück in New Haven. Mann, ey, so ätzendes Rumgereise-Moment, ey. Ja. Hier bekommt natürlich schwarzes wieder. Brett, hat er gesagt. Ja, ich hab's nicht Brett. Gehört. Hat er nur mir gesagt. Arschloch. Jetzt. Vermisste Person. Okay. Und Helena Pierce. Helena Pierce auch noch? Ja. Ah, was will die alte Schnalle denn jetzt schon wieder? Die Schnalle. Wie, wie hieß jetzt die Mission bei dir? Ja. Vermisste. Middle of Nowhere. Überprüfung. Einer meiner Lieblingsorte zum Tanken ist schon seit geraumer Zeit verlassen, so lange, dass man ihr nur noch das Middle of Nowhere nennt. Da draußen gab es mal ein schwarzes Brett, aber es wird wohl nicht mehr funktionieren. Mr. Jones sprechen mit und mit Mr. Aber du solltest es überprüfen und mit Mr. Jones sprechen, wenn er sich immer noch dort herumtreibt. Wenn du es wieder zum Laufen bringst, könntest du dich auf neue Action freuen. Yay! Und meine Lieblingstankstelle könnte dann Betrieb wieder aufnehmen. Super. Ihre Lieblingstankstelle. Toll. So. Wo gehen wir jetzt als erstes hin? Erst müssen wir noch die Leiche finden, die bei der Mission ist, die du jetzt gerade angenommen hast. Vermisste Person. Genau. Sean Stockley finden. Ah, ich weiß, wo sie ist. Die wissen wir. Ja. Ihr kennt das Spiel einfach zu gut. Ich warte schon mal hier vorne. Wartest du? Ja. Du Arsch. Nee, komm doch mit. Wieso Arsch? Nee, wieso soll ich mitkommen? Löö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 
Hä, wieso taucht jetzt der Rantikishu wieder auf? Weil der immer auftaucht und ich... Aha. Ich weiß nicht, wo du das T herholst in diesem Namen. Wie heißt er denn? Lies mal vor. Hier hinten ist noch eine Kiste. Sogar zwei Kisten sind hier. Okay, cool. Und hier sind Spider-Ants. Du weißt, was ich hasse. Spider-Ants. Ja, Spider-Ants. Hier ist die Kiste. Toll. Und was hat's uns gebracht? Ein Scheiß. Yay. Kommen wir jetzt weiter? Nee, da hinten hat's ja noch eine Kiste, du Blindgänger. Ich überfahr mal die Kackdinger hier. Bis es das Auto in die Luft jagt. Macht's und schon nicht. Siehst du, es hat sich nicht gelohnt, aber... Siehst du. Scheiß drauf, Kisten aufmachen, du weißt, wie es läuft hier. Yay! Da. So. Nein. Rechts. Was, nein? Rechts. Hä? Wieso nicht hier hoch? Weil es nicht hier ist. Wir müssen unter der Brücke durch. Ah, unter der Brücke. Ah. Wir müssen unter Brücke spielen, ja. Yay! Irgendwo am Hang gibt's irgendwo gibt's noch eine Kiste, die so auf einem Stein, so auf einem Felsen liegt. Okay. Ich weiß aber nicht mehr, wo die war. Nee, warte. Was? Crumbs Canyon. Willst du mich verarschen, oder? Ich muss jetzt überlegen. Nee, nicht hier. Es ist in Roscommons East, wo man dann unter der Brücke durch muss. Ah, danke, Mori. Ich wollte da hinfahren. Ich wollte da hinfahren, wo es mir auf der Minikarte anzeigt, auf dem Kompass. Cool. Und du musst mal wieder klugscheißen. Ja, ich liebe es. Wir alle lieben es, klugscheißen. Was scheißen den Klugen? Klugen, dann die scheißen? Ja, dann wollen wir vergiss dann nicht die Fässer. Ja, ja. Wollen wir dann das sind auch noch welche. Ich seh's. Wollen wir dann als erstes gerade mal das schwarze Brett aktivieren in... Ja, eigentlich, wenn wir schon auf dem Weg sind, können wir eigentlich das zuerst machen. Wenn ich dann diese 1000 Ladebildschirme in dieser Folge überspringe. Oder schneide. Nee. Wieder oh, Puppelpiet muss mal wieder speichern. Immer am Speichern ist er. Geht's noch? So. Nein, ich tausche nicht mit dir. Vergiss es. Oh Mann. So. Schwarzes Brett ist da hinten. Ja, im Middle of Nowhere. Nowhere. Middle of fucking Nowhere. Da rechts ist eine Kiste da hinten. Dort schön. Hinten ist eine Kiste. Das ist schön. Aber was ist da hinten, Mauri? Eine Schönes. Kiste. Ah, eine Kiste. Mhm. Eine Kiste. Die können wir gleich holen. Oh, dann gibt's auch endlich neue Shops. Heißt, wir können wieder Munition upgraden. Juhu. Funktioniert nicht. Centurio-Mod. Oh. 32% Team maximale Gesundheit. Oh, shit. Zeig mal. Dann eine Schrotflinte mit Säure. Die Waffen sind nicht so spektakulär gerade. Nee, nicht wirklich. Aus popeligen Holz. Und dann... Ah, hast du hier schön aufgemacht. War ein Revolver drin oder so? Nö. Centurio Class Mod. Ist er gut? Team maximale Gesundheit, Schutzskill und abgehärtet Skill. Krass, wir haben gleich viel... Schutz und abgehärtet. Wir haben gleich viel Leben, merke ich gerade. 475 hatten wir. Ich hab meine Gesundheit auch noch nie. Ja, gut. Ja. Ist ja gut, nicht gut. Überzeugt mich nicht so ganz. Okay. Vielleicht baue ich irgendwann später wieder um. Wieso kann ich jetzt nicht upgraden? Ich will auch mehr Granaten, Raketen. Ich sprich mal mit dem John hier, Mr. Mach Jones. Mach Johnny. Oh, Johnny. Wie war das? Wer? Ach so, Miss Helena schickt dich. Ja, das schwarze Bett gibt es schon lange keinen Mucks mehr von sich. Ich wünsche, es wäre anders. Dann wäre hier wieder mehr... Genau so, nicht anders. Wir haben ein Dings bekommen. Und wir müssen eine Sicherung suchen für das schwarze Brett. Wie sieht das aus? 36 Schaden. Durch Explosionen. Yep. Aber ich bin... Alter, Schwede. Der Scheiß ist, es hat nicht die Überbreite, den Überbreite nicht drin. Der macht mir mehr Munition und den brauche ich. Stimmt. Leider.
Damit, weil du kannst ja nicht ohne den leben. Dafür nee. Könntest du jetzt alles andere einsetzen. Das wäre so heftig. Ja. Aber so heftig. Dein Revolver, deine Schrotflinte. Ich geh mal zur Was Kiste. Was ich aber nicht will. Ich wäre jetzt mit dem Auto gegangen. Die Kiste ist gleich da hinten. Da bringt wenn sich du meine nicht Karre willst. Sicherung für das schwarze Brett. Drei Sicherungen, die sind alle auf diesem Müllhaufen, wo so ein komisches Viech. Ja, ich weiß. Es geht. Umschwebt. Es geht Nerven immer noch nicht so sehr wie Dings. Spider-Man, das nervt. Ja. Oh. Ah. Nein, aber der hier. Ist der gut? Muss man vergleichen? Danke, dass du auch was dazu sagst. Ich dachte, hast mich nie nach meiner Meinung gefragt. Ich frag dich jedes Mal. Nein, du hast nicht nach meiner Meinung gefragt. Du hast nur gesagt, ja, das sieht gut aus. Du hast mit dir selbst geredet. Du hast kein Wort. Ich frag dich andauernd nach deiner Meinung. Ja, ich weiß. Dann gebe ich auch meine Meinung Grund. Aber du hast mich nicht nach meiner Meinung gefragt jetzt gerade. Deswegen habe ich dich auch einfach nur genervt. Darf ja auch mal sein, oder? Ass Face. Würde ich sagen. Wow! Barrel! Boom! Ah, hier sind auch Shops. Vergiss das nicht. Oh, wollen wir noch schnell nachschauen? Ja, immer. Ja, nicht tauschen. Einfach aussteigen. Du drückst immer Dreieck. Immer das Auto steht im Weg. Like GTA. Auto steht im Weg. Shit! Der Revolver, Mauri. Der scheiß Revolver, zieh dir den Revolver rein, Mauri. Oh mein Gott. Der da im Angebot ist, der hier. 7x68 Schaden. Und der ist arschgenau noch. Also fürs Verhältnis. Ja. Der ist voll heftig. Der hier ist auch nicht ohne, warte. Der ist auch nicht ohne. Meine Fresse. Boah, die Feuerrate. Alter Schwede, wenn du den nicht kaufst, dann weiß ich auch nicht. Nee, er macht keinen Explosivschaden. Und jetzt? Ich muss Explosivschaden machen. Ja, aber du Launcher hast du sowieso Bonus. Ich würde den Meinst kaufen. Du? Nein, ja. ich mach dreimal so viel Damage im Moment. Nee, ich bin voll happy mit meinem Dreifachschuss-Raketenwerfer. Warte, ich steig gleich ein. Ich will nur kurz was machen. Schneller. Ich weiß. Willst du nicht mal verkaufen? So, zwischen. Ich hätte dich auch einfach schieben können, eigentlich. Eigentlich schon, aber ich muss jetzt wieder mal. Oh, Gerümpel hier loswerden. Weiße Waffen, Igitt. Ballert sie weg! Oh, die Gegner sind hier auch viel zu schwach irgendwie. Der ist scheiße. Die sind viel zu hoch im Level, Mauri. Der will ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich. Wir sind einfach zu badass. Gibt es einen Schwierigkeitsgrad? Nee, der Schwierigkeitsgrad ergibt sich dann automatisch. Oh, der ist auch nicht Doch, schlecht. Doch, es gibt, glaube ich, einen Schwierigkeitsgrad. Gibt es einen? Ja? Müssen wir mal schnell nachschauen. Ich denke nicht. Nein, gibt es nicht. Guck mal bei dir, du bist Host. Gibt es nicht. Naja. Ist nicht Fallout. War das Skyrim? Muss jetzt irgendwann mal einschalten? Gut. So. Skyrim. Alle die hier hoch, ne? Mir kommt's vor, als würde diese Folge ewig gehen. Nee. Wegen den Ladebildschirmen. Ja. Ganz so viele Ladebildschirme. Und ich wollte aber was soll ich hier ausrüsten noch? Ich glaube diesen Haufen hier erledigen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.